Die US-Marine und Lockheed Martin haben die Fähigkeit eines Lenkwaffenzerstörers der Arleigh Burke-Klasse getestet, gleichzeitig gegen verschiedene Arten von Luftbedrohungen, einschließlich ballistischer Bedrohungen, vorzugehen. Für den Test wurde die USS Carl M. Levin eingesetzt. Ziel des Tests war es, die Fähigkeit eines Zerstörers mit dem Aegis-Kampfsystem zur gleichzeitigen Bekämpfung von ballistischen Flugkörpern und Unterschallzielen zu bewerten. Zu diesem Zweck setzte das Schiff SM-3 und SM-2 Abfangraketen. Der erfolgreiche Test wird wichtige Daten über die Fähigkeiten des Aegis-Kampfsystems und des Zerstörers USS Carl M. Levin der Arleigh Burke-Klasse zur Abwehr von ballistischen und Anti-Schiffsraketen liefern.